Ich würde sagen, es wirkt auf die Menschen wie eine große Freiluftgalerie, die halt schön ist und sich immer wieder erneuert, und sozusagen gibt es immer eine gratis Ausstellung, die sich immer wieder von neu erfindet, würde ich sagen. Und sehr bunt wirkt es. Sie freuen sich darüber, wenn hier unten gemalt wird, anstatt dass der Donaukanal oben auf den Hausfassaden stattfindet. Und es ist auch gut für Jüngere, in die legale Wand zu gehen und irgendwie sich mal auszutoben, ein bisschen Can Control zu bekommen, ein bisschen zu lernen, mit der Dose umzugehen, so wie ich es halt irgendwie gelernt habe hier unten. Es war aber vor 10 Jahren ganz anders, oder vor 15. Da habe ich gehört zum Beispiel, ja, bevor du an so eine Wand gegangen bist, dann musstest du malen können. Natürlich, wir haben damals 2005 angefangen, den Donaukanal auch wirklich hart zu claimen. Und haben uns da eigentlich nichts geschissen, kann man sagen. Und sind damit recht lange ganz gut durchgekommen. Und ich bin der Meinung, dass ich und einige meiner Crewkollegen und andere eigentlich gut verantwortlich sind dafür, was der Donaukanal heutzutage ist. Und da zähle ich so ziemlich alles mit. Auch die ganzen Bars und wie das ist. Das ist ja. Wie wir da angefangen haben zu malen unten, da war nichts. Ich weiß nicht, da war niemand unten, das war tot dort. Und wir waren dann die Ersten, die gesagt haben, hey, wir sprühen das jetzt systematisch. Und da waren nur noch Junkies am Rumhängen und so weiter und so fort. Und dann haben wir wirklich Brücke für Brücke gemacht und die Lücken zwischen den Brücken angefangen zu füllen. Und wir waren dann auch so schnell, und dann gab es die ersten neuen legalen Flächen. Und dann waren wir nicht mehr zu bremsen, weil niemand mehr wusste, was war legal und was war illegal. Nicht einmal die Sprüher mehr selbst wussten, was abgeht. Und und jetzt ist es, also dann kommt das Graffiti und die frische Farbe, und keiner kann mir erzählen, dass das Ambiente, egal wie das Graffiti aussieht, nicht aufgefresht worden ist. Und auf einmal sieht man halt statt den Junkies den ganzen Mamas mit ihren Kinderwegen da unten spazieren. Und dann plötzlich kommen die ersten Bars, und jetzt ist, und plötzlich ist Bumm. Und das ist, der Sommer ist voll mit Menschen. Früher waren die Graffiti-Sprüher die einzigen, die da unten rumgehängt sind. Ja. Das war, also, wenn ich mir so alte Fotos anschaue von 2006, 2007, 2008 auch noch, da waren noch total viele leere Flächen und nur unsere Bilder. Und jetzt ist alles kunterbunt. Und manchmal finde ich das schade. Und manchmal finde ich das ganz schön geil. Und ja, für mich ist dann jetzt nicht mehr so viel über, leider. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, ja, es war unsere Zeit. Das ist das, was wir da gemacht haben, was wir für die Stadt getan haben. Den Spot, man sieht, schon reingeschmiert. Da und da hinten nochmal. Und ich finde, das Bild an sich war ein schönes Bild, aber Zeit drüber zu gehen, das steht auch schon ziemlich lang. Anfang September 2010 haben mein bester Freund und ich uns überlegt, ja, machen wir mal. Sind zu einem Laden gegangen. Wir haben uns Dosen gekauft, sind runter am Kanal und haben erst einmal begonnen zu malen, und keine Ahnung, es hat uns gefallen, und sind wir halt in der Woche noch sogar 3 oder 4 Mal runtergegangen und haben natürlich mit einem komplett irgendwas den halben Donaukanal verunstaltet.
was halt nicht so gut war. Also ich sehe für mich halt relativ wenig Sinn, da unten noch Graffiti zu malen, wenn die jungen Kiddies einfach das nicht mehr verstehen, wie es eigentlich sein sollte. Also man übermalt keine qualitativ hochwertigen Bilder, wenn man selbst nichts drauf hat. Aber alle glauben, hey, es ist legal, wir schmieren jetzt da unten rum und sie schmieren überall in irgendwelchen Bilder rein und es ist alles wieder kaputt und es ist im Endeffekt, es ist nicht mehr so wie früher, dass irgendwie jedes Stück Farbe respektiert wird. Vielleicht kommt man zu leicht an Spraydosen, vielleicht ist es, also der allgemeine Respekt am Graffiti selbst ist nicht mehr so stark, wie er früher war. Irgend so ein Privatinvestor will genau auf der anderen Donaukanalseite da ein riesiges Strandbauprojekt bauen. Und da wird halt wieder viel Wandfläche und sehr viel auch Liegeflächen und so weiter und Grünflächen und Erholungsflächen wegkommen irgendwie. Würde ich sagen, dass die Stadt schauen sollte, dass das nicht passiert. Weil ich glaube schon, dass es dann, weil umso weniger legale Flächen es gibt, umso mehr wird natürlich illegal gemalt und das ist, glaube ich, in keiner Weise im Interesse von beiden Seiten. Ja. Jetzt passt. Passt so. Graffiti ist einfach so Freiheit an der Wand, was mir niemand nehmen kann, in dem Moment, wo gemalt wird. Sprüher ist nicht einer, der gegen das System funktioniert. Wenn du überleben willst, bist du mit dem System. Aber versuchst im System deine Schlupflöcher zu finden und ziehst dann dein Ding durch. Und so kannst du überleben. Mit Fuck the System hat noch keiner überlebt. Thank you.